Gestern Abend hat Tavan im Royal eine ganz besondere Persönlichkeit ihren Auftritt gehabt. Der ehemalige Goalie vom EHC Biel, der Kiki Kette, hat mit seiner Band im Café Royal gespielt. Aber nicht nur er und seine Band hat das Publikum begeistert, sondern auch die junge Formation Metal of Children. Die Kindergruppe ist gestern zum zweiten Mal auf der Bühne gestanden. Kiki Gretin und seine Musiker haben Samstagabend im Publikum von Tavan so richtig eingeheizt. Mit ihrer Show, der Steve Way Experience, beweisen sie nicht nur ihre Gitarrenkünste, sondern zeigen sich von einer ganz neuen Seite. Wir versuchen wirklich, eine visuelle Unterhaltung zu bieten. Wir haben viel Abwechslung und verschiedene Instrumente drin. Das ist der Schlüssel von dieser Show. Vor genau 10 Jahren hat sich der ehemalige HC Biel-Goalie für die Musik entschieden. Etwas, das er nie wird bereuen. Und doch verdankt er seiner Vergangenheit im Sport sehr viel, wo er auch jetzt noch davon profitieren kann. J'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup de souvenirs dans le hockey sur glace. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ich habe viele schöne Erinnerungen an meine Zeit im Hockeysport. Ich habe viel gelernt in dieser Zeit, vor allem gerade was Disziplin bedeutet. Es ist klar, dass ich nach wie vor in der Musik von dem kann profitieren. Für mich war es eine super Erfahrung, zu versuchen, von Musik zu leben. Das ist in der Schweiz sehr schwierig und ich glaube, für das hat mir das Hockey viel mitgegeben. Le Hockey m'a, je pense, beaucoup apporté pour réussir cette chose-là. Metal von Kiki Gretta und seiner Band also mal ein bisschen anders. Das ist aber nicht alles. Sie haben sich für die Show noch mehr überlegt. Somit kommen wir halbzeit vom Auftritt 4 kleine grosse Künstler auf die Bühne. Die Gruppe von 12-Jährigen nennt sich Children of Metal. Gemeinsam mit dem Kiki Gretin und seiner Gruppe präsentieren sie ihre eingeübten Stücke. Trotz lauter Musik und dunklem Geschrei machen die Kinder einen sehr überzeugten Eindruck. Das vor allem wegen der angenehmen Zusammenarbeit mit ihrem grossen Vorbild Kiki Gretin. Es ist wirklich super. Es war sehr angenehm zum Üben. Wir verstehen uns alle sehr gut und sind jetzt alle sehr zufrieden mit dem Resultat. Au final, c'est toujours bien. On est assez content du Resultat. Es ist sehr angenehm, mit dem Kiki zu reden. Er hat eine super liebe Seite an sich. Il a un côté très gentil, je trouve, puis c'est bien. Nicht nur Gitarrenfans sind zu ihrem Vergnügen gekommen, sondern alle Zuschauer sind genuss von einem abwechslungsreichen visuellen Programm gekommen. Die Show vom sympathischen Kiki Gretin und seiner Band kann man als nächstes am 11. Dezember im Café du Soleil in Saint-Léger anschauen. Beispiel also, wie man vom Sportler zum Heavy-Metaller werden kann. Das war von den News. Es geht in einem kurzen Augenblick gerade weiter mit dem Sport. Unter anderem mit Resultaten aus dem Eishockey und dem Shooten.